So, meine Damen und Herren, lieber Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich bei meinem Vortrag. Anlass von diesem Vortrag ist sehr erfreulich, und zwar, wir haben ein Projekt, welches Meerastronomie in Sachsen bringen soll. Und das ist sehr, sehr positive Sache für mich. Ich heiße Sergei Kliona. Ich bin Leiter des Lohrmann-Observatoriums an der Technischen Universität Dresden. Und Astronomie ist Faszination meines Lebens. Diese Faszination wird befeuert eigentlich durch ein Projekt, an welchem wir im Lohrmann-Observatorium seit über 20 Jahren arbeiten. Und dieser Projekt ist Gaia, das ist ein Weltraumteleskop von der Europäischen Raumfahrtagentur. Und ein bisschen von dieser meiner Begeisterung möchte ich Ihnen heute weitergeben. Ich hoffe zumindest, dass das mir gelingt. Gaia ist ein Weltraumteleskop, wie ich schon gesagt habe. Es gibt heutzutage relativ viele Weltraumteleskope. Das sind jede von diesem Instrument ist natürlich sehr einzigartig und sehr interessant. Aber Gaia hat eine Besonderheit. Gaia ist ein Weltraumteleskop, welches speziell für Astrometrie gebaut wurde. Und zuerst möchte ich Ihnen sagen, was ist eigentlich Astrometrie? Astrometrie ist der älteste Teil der Astronomie. Und Astrometrie ist die Kunst, die Positionen am Himmel zu messen. Astronomie ist eine komische Wissenschaft. Über längere Zeit war das einzigartig. Und zwar, Astronomie kann ihre Objekte, welche Astronomen untersuchen, gar nicht berühren. Die meiste Information bis heute eigentlich kommt zu uns mit Sternenlicht, mit elektromagnetischer Strahlung, welche von Sternen zu uns kommt oder von anderen Himmelsobjekten. Und dieser Sternenlicht, diese elektromagnetische Strahlung, kann man auf unterschiedlichen Weisen analysieren. Alle einfachste, was es gibt, man guckt einfach, aus welcher Richtung diese Strahlung kam. Das ist Astrometrie. Also das ist ganz naiv. Sie kommen raus, Sie sehen Sternenhimmel und Sie sehen unterschiedliche Sterne. Ein Stern ist dort und ein anderer Stern ist dort. Das ist die Richtung und das ist eigentlich Astrometrie, wenn Sie das quantitativ machen würden. Diese Frage, woher kommt aus welcher Richtung kommt dieser Licht? Und dann gibt es auch andere Möglichkeiten, dieser Sternenlicht zu analysieren. Das Quantität, also wie viel, wie hell dieses Objekt ist, das ist Photometrie. Welche Farbe dieses Objekt hat und wie also Energie in elektromagnetischer Strahlung dann mit der Farbe zusammenhängt. Das ist Spektroskopie und Sie können Polarisation der Strahlung messen, das ist Polarimetrie. Und wie gesagt, Astrometrie ist alle einfachste im Prinzip und auch älteste. Wir haben jetzt seit über 100 Jahren eine andere Quelle in Astronomie, das sind kosmische Teilchen. Und jetzt parallel zu diesem Vortrag gibt es einen Vortrag von Christian Stegmann über Boten aus dem Weltall. Es geht gerade darum. Und seit einigen Jahren, das ist schon immerhin seit fast 7 Jahren, sechs eher, haben wir Gravitationswellen. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Und diese Gravitationswellen ist eine faszinierende andere Sorte von Boten, die wir vom Universum hier bekommen können und untersuchen können. Und wieder parallel läuft noch ein Vortrag
von Michel Oers über Gravitationswellen. Was interessant ist an Gaia, dass zumindest Gravitationswellen ist auch Teil der Gaia-Wissenschaft, was ich am Ende von meinem Vortrag ganz kurz erwähne. Bevor ich weitere Folien zeige, weitere Bilder zeige, möchte ich Sie daran erinnern, wie Astronomen Winkel messen. Also Sie alle wissen natürlich, Vollkreis ist 360 Grad. Grad ist dann also Maßeinheit für einen Winkel. Dann ein Grad wird geteilt in 60 Bogenminuten, schreibt man so mit einem Strich. Und dann eine Bogenminute wird geteilt in 60 Bogensekunden, schreibt man mit zwei Striche hier. Also das ist ungefähr wie bei der Zeit. Also diese Bogensekunden spielen jetzt für unseren Vortrag eine wichtige Rolle. Und hier ein Beispiel, sowohl der Vollmond als auch die Sonne haben Winkeldurchmesser, das heißt so diese große, von 0,5 Grad, das sind 30 Bogenminuten und 1800 Bogensekunden. Das heißt, eine Bogensekunde ist ein durch 1800 von Durchmesser vom Mond zum Beispiel, Vollmond. Okay, das ist eine von meinen Lieblingsbildern. Das Bild zeigt die Entwicklung der Genauigkeit der astrometrischen Beobachtungen mit der Zeit. Wie ich schon erwähnt habe, Astrometrie ist die älteste Wissenschaft innerhalb Astronomie. Und nachweislich die erste wissenschaftliche Publikation ist auf dem Gebiet ist über 2000 Jahre alt. Hipparchus, das war eine so griechische Astronom, hat einen Katalog von Sternen publiziert, welche er mit bloßem Augen einfach beobachtet hat, die Winkel zwischen den Sternen abgeschätzt hat und das alles in Papierform dann gebracht als ein Katalog der Sterne. 1000 Sterne. Die Genauigkeit war so hier knapp über 1000 Bogensekunden, das heißt so ungefähr Hälfte, etwas mehr als Hälfte des Monddurchmessers. Dann gab es 2000 Jahre von Entwicklung von dieser Wissenschaft und viele Generationen von Astronomen, die auf dem Gebiet gearbeitet haben, haben die Kunst des Vermessens der Positionen dazu gebracht, dass diese Genauigkeit, welche durch diese Kurve Ihnen gezeigt wird, sich verbessert und die Kurve geht nach unten. Das ist logarithmische Skala hier und das heißt, das geht exponentiell besser. Und dann Erfindung des Teleskops hat dazu gebracht, dass diese Kurve weiter mit ungefähr gleichem gleiche Geschwindigkeit nach unten gehen konnte. Das ist fast eine Gerade. Und im Moment endet das Bild hier bei FK5. Das ist der letzte Katalog, also eine Tabelle mit Sternpositionen, welche mit erdgebundenen Beobachtungen gemacht wurde. Und hier ist die Genauigkeit hier komische, so 40 Millibogensekunden. Also hier auf Y-Achse gibt es diese Notationen, Maß, das ist ein Tausendstel Bogensekunde und hier μas, das ist Mikrobogensekunde, das ist ein Tausendstel Millibogensekunde. Sie können sich fragen, wofür ist das eigentlich gut? Also naja, es ist natürlich interessant zu wissen, wo die Sterne stehen, aber bringt das was? Ja, das ist sehr wichtige Sache in Astronomie. Astronomie hat ein Problem. Man kann sagen, eine von grundlegendsten Problemen. Und zwar, wenn wir solche Bilder sehen, wie Sie jetzt sehen, dann sehen wir nur zwei Dimensionen. Quasi wo der Stern, hier ist ein Stern, hier ist einer und hier ist einer. Was wir gar nicht wissen, wie weit zu diesen Sternen ist.
Und irgendwann im Mittelalter mehr oder weniger gab es wissenschaftliche Diskussionen über Kometen. Und zwar, wenn Sie so, auf diesem Bild sehen Sie einen Komet, also mit zwei wunderschönen Schweifen. Und da war absolut unklar, ob diese Kometen eigentlich zur Erde gehören, irgendwelche atmosphärische Wolken oder sowas Ähnliches oder Ereignisse in der Atmosphäre oder wirklich kosmische Objekte, die weit weg entfernt sind. Und es war ernsthaft nicht klar, was eigentlich korrekt ist. Heutzutage wissen wir natürlich. Aber damals dieser Mensch, Tycho Brahe, der war einer der größten Beobachter seiner Zeit, also was astronomische Beobachtungen im Allgemeinen betrifft. Und 1577 hat er auf eine Idee gekommen, wie man das überhaupt messen kann. Und zwar so, er hat gesagt, wir brauchen zwei Beobachter, die gleichzeitig dieses Objekt vermessen oder beobachten einfach, und zwar auf dem Hintergrund von Sternen. Und zwar, wenn dieser Komet so hier in der Nähe von uns wäre und es gibt zwei Beobachter, eins und zwei, dann die Richtungen, mit welchen wir dieses Objekt beobachten können, sind unterschiedlich. Man sieht das hier. Und dann muss für uns scheinbare Position, für diese zwei Beobachter, die scheinbare Position von dem Kometen sich ändern, je nachdem, welche von zwei Beobachtungen das sieht, ändern im Vergleich zu, in Bezug auf die Positionen von Sternen. Zum Beispiel auf den Hintergrund von großen Wagen. Ein Beobachter würde das hier sehen und ein anderer Beobachter hier. Diese Veränderung nennt man Parallaxe. Und diese Parallaxe, dieser Effekt ist die beste Möglichkeit, unabhängig von allen anderen Annahmen, die Entfernung zum Objekt zu vermessen. Wir haben Folgendes. Also wir leben auf der Erde und die Erde kreist um die Sonne. Und wenn die Erde um die Sonne kreist, haben wir diese unterschiedlichen Beobachtungen. Wenn wir im Januar beobachten, dann sitzen wir hier, quasi mit der Erde zusammen, und die Richtung zu diesem Stern ist das. Und sechs Monate später sind wir hier und diese Richtung ist dann hier das. Und das heißt, die Sterne, die näher zu uns sind, wenn wir die ganz genau beobachten, die wackeln ein bisschen am Himmel in Bezug auf Sterne, die weiter entfernt sind. Und diesen Effekt kann man visualisieren. Ich hoffe, dass Sie mein Video sehen. Also das ist eine Simulation und zeigt irgendeinen Bereich am Himmel, den wir einfach jetzt simulieren, zusammen mit Abständen zwischen uns und diese Objekte. Und so die Periode dieser Bewegung ist ein Jahr. Und wenn Sie das sehen, wenn es so groß wäre und Sie könnten dann mit Ihren bloßen Augen, mit Ihren Augen das sehen, dann können Sie sofort sagen, welche von diesen Sternen näher zu uns ist und welche weiter entfernt. Sie können die dritte Dimension sofort erahnen, weil unser Gehirn so arbeitet, weil wir zwei Augen haben. Und das ist das Prinzip, was die Natur eigentlich immer benutzt hat. Und wir wollen ungefähr dasselbe benutzen, auch für die Sterne. Dann in Realität ist es komplizierter, weil die Sterne nicht nur wackeln wegen unserer Bewegung um die Sonne, ich meine Bewegung der Erde um die Sonne, sondern die Sterne bewegen sich tatsächlich im Raum. Und das heißt, wir haben eine Kombination von dieser Hin- und Herbewegung. Die Parallaxe heißt in alten griechischer Sprache Hin- und Herbewegung. Und diese Hin- und Herbewegung ist immer kombiniert mit einem fast linearen oder exakt linearen Bewegung
von diesen Sternen im Raum. Eigene Geschwindigkeit haben sie im Raum dieser Sterne. Und man sagt in Astrometrie, das ist Eigenbewegung, also Parallaxe und Eigenbewegung von Sternen. Das heißt, jeder Stern hat so eine Kurve, also wie es hier steht, also mehr oder weniger so eine Kurve mit unterschiedlicher Amplitude und unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und wenn Sie diese Objekte lange genug und präzise genug beobachten, dann können Sie diese Kurve parametrisieren und beide Effekte bestimmen. Sowohl die Entfernung als auch die räumliche, zumindest scheinbare Geschwindigkeit dieser Objekte im Raum. Und das ist Sinn von diesen Messungen, die dann zu physikalischen Erkenntnissen kommen. Die ersten Parallaxen haben schon vor fast 200 Jahren wurden gemessen und veröffentlicht. Das hat Friedrich Bessel gemacht. Seinerzeit war er einer der größten Astronomen und auch Mathematiker. Der hat sehr, sehr viele Spuren in Wissenschaft hinterlassen. Und er hat einen Stern ausgewählt. Und so diese Auswahl war natürlich sehr glücklich, weil dieser Stern tatsächlich nah genug zu uns ist. Und einer von nächsten Sternen in der Nähe von der Sonne. Dieser Stern heißt 61 in Cygnus. Cygnus ist also Sternbild Schwan in Lateinisch Cygnus. Und das ist der Wert, was er bekommen hat. Und Sie sehen, das ist unter einem Bogensekunde. Sogar der nächste Stern zu uns, Proxima Centauri, hat diese Parallaxe auch ungefähr eine Bogensekunde. Und alle anderen deutlich kleiner und typische Sterne um eine Millibogensekunde, ein Tausendstel Bogensekunde. Hier sehen Sie, weil die Anzahl von veröffentlichten Parallaxen als Funktion der Zeit, also wann die publiziert wurden. Also ein paar Jahre später, 3 Parallaxen wurden veröffentlicht nach Friedrich Bessel. Und dann bis zu 10.000 wurden vor 40 Jahren bekannt, publiziert. Aber die meisten von diesen 10.000 waren so 1 plus minus 1. Das heißt, die gewisse Information wurde publiziert, aber die Abstände konnten trotzdem nicht gemessen werden, weil waren zu klein für diese Messungen. Und jetzt kommt diese Revolution. Also das ist wirklich eine regelrechte Revolution in dieser ältesten Teilgebiet der Astronomie, in Astrometrie. Und zwar irgendwann ungefähr vor 50 Jahren, gab es eine Idee, wir sollen diese Messungen im Weltraum machen. Und im Weltraum ist es natürlich viel alles schöner. Und zwar, man kann ohne Störungen der Atmosphäre messen. Und da gab es auch ein paar andere Ideen, technische Ideen, die dazu gebracht haben, dass diese Kurve steil nach unten seitdem geht. Also FK5 hier, das ist der letzte Ergebnis vom erdgebundenen Messungen, und dann Hipparchos war der erste Raummission auch von Europäischer Raumagentur, und Gaia hat diese Revolution jetzt vollbracht. Und hier die Genauigkeit, mit welcher Gaia misst, also typische Sterne, sind ungefähr 10 Mikrobogensekunden. Und 10 Mikrobogensekunden, da Sie haben gestern schon von Matthias Steinmetz ein paar, falls Sie da mit dabei waren, ein paar so Beispiele gehört, wie man das für sich selbst visualisiert oder wie man das verstehen kann. Mir gefällt am besten diese Definition, was wahrscheinlich, weil ich glaube, ich habe das selber erfunden, aber okay. Eine Mikrobogensekunde ist die Dicke eines Blattes Papier. Wenn ich hier sitze,
Ihnen dieses Blattespapier zeigen. Das ist die Dicke hier. Und Sie sind in Neuseeland und die Erde ist durchsichtig und Sie schauen das an. Und wenn Sie das sehen, dieser Winkel, unter welchem Sie das sehen aus Neuseeland, ist eine Mikrobogensekunde. Für 10 Mikrobogensekunden können Sie 10 Blätter Papier zusammennehmen. Das ist die Genauigkeit, mit welcher Gaia messen kann. Und wenn, also ich höre das Wort Mikrobogensekunden noch als so Doktorand, habe ich zum ersten Mal das gehört. Und bis vor kurzem war das für uns absolute Science Fiction. Auch für Profi, Astronomen, welche auf dem Gebiet gearbeitet haben. Science Fiction pur. Und erst seit ein paar Jahren, selbst wir auch haben das Gefühl, Gaia ist wirklich keine Science Fiction mehr. Und das ist absolute Realität. Das ist absolut unglaublich. Was Gaia eigentlich gebracht hat, kann man mit einem kurzen Video zeigen. Also das ist ein Standbild, das ist ein Ausschnitt aus Sternenhimmel. Sie können das mit bloßen Augen bei gutem Wetter irgendwo in Gebirgen zumindest, also auf Hawaii oder Chile oder auch so außerhalb Dresdens bei gutem Wetter ungefähr so ein Bild sehen. Und Sie sehen das zweidimensional. Sie sehen Sterne, aber Sie sehen die zweidimensional. Und was Gaia gebracht hat, ist Folgendes. Erstens, wir wissen, wo die Sterne stehen. Wir sehen, wir können das Ganze drehen. Und wenn wir die drehen, dann können wir sehen, wo eigentlich jeder Stern steht. Das ist drei Dimensionen. Und dann dazu, Gaia hat noch drei Dimensionen gegeben, weil wir die Geschwindigkeiten von diesen Sternen sehen können. Und so können wir beurteilen, welche Sterne zusammengehören und sich zusammen bewegen im Raum. Und wahrscheinlich wurden diese Sterne dann gemeinsam geboren, entstanden gemeinsam, und wir können die dann physikalisch dann untersuchen. Okay, wie kann das überhaupt möglich sein? Was ist das für ein Wundergerät, welches das misst? Es ist nicht so ganz trivial, und ich möchte Ihnen ein bisschen von dieser Technik erzählen. Also Gaia ist ein Weltraumteleskop, und das Teleskop sieht so aus, wie Sie das jetzt sehen. Es ist etwas komplizierter und ganz anderes als das, was Sie haben könnten zu Hause als Kleinteleskop. Also viele Amateurastronomen, selbst ich auch als Profiastronom, habe zu Hause ein kleines Teleskop für mich selbst. Und das sieht ganz anders aus. Also das Teleskop hat Besonderheiten. Erstens, das sind zwei Teleskopen, die auf eine Montierung gebracht sind. Diese Montierung und das ganze Teleskop, die ganze Struktur besteht aus Silicon Carbid. Und dieser, warum? Weil das hat sehr, sehr gute Eigenschaften. Das Material hat sehr gute Eigenschaften, weil es die Temperaturausdehnung betrifft. Sehr homogen und klein genug und auch homogen. Das ist sehr wichtig. Zweite Besonderheit, dass diese Teleskope alle aus Spiegel bestehen, nur aus Spiegel. Es gibt insgesamt 10 Spiegel. Und hier sehen Sie zwei Hauptspiegel, die erstmal das Licht sammeln, und dann wird das Licht reflektiert und fokussiert, und schließlich kommt über mehrere Reflexionen kommt auf eine gemeinsame Fokalebene, sagt man. Das ist dann eine Reihe von CCDs, die wir noch sehen werden. Also die Größe von diesen Hauptspiegeln ist natürlich verantwortlich dafür, wie lichtschwach die Objekte sind, die wir immer noch beobachten können. Und dieser Größe ist 1,5 Meter mal 0,5 Meter. Die Brennweite ist 35 Meter. Und winkelmäßig kann Gaia
1,6 Grad mal 0,7 Grad beobachtet. Das Ganze dreht sich aber im Raum um eine Achse, die jetzt hier senkrecht ist. Dazu kommt etwas später. Gaia, so ein Instrument, was ich gezeigt habe, ist ausgelegt für hochgenaue Astrometrie vom Design her. Wir haben zwei Teleskope, das sind zwei Sichtfelder, die gleichzeitig Sterne messen, also vermessen die Positionen von Sternen. Und das ist gut, um absolute sogenannte Parallaxen zu messen. Nicht relativ zueinander, wie weit ein Stern in Bezug auf anderen Stern ist, sondern wirklich die Parallaxe selbst. Dann die ganze Struktur. Das Instrument ist gebaut für höchste mechanische Stabilität. Es gibt keine Teile, die sich bewegen im gesamten Instrument. Die Materialien und auch Design von der Mission ist so, dass die höchste thermische Stabilität des Instruments ist gewährleistet. Auch die Bahn, die Bewegungsbahn des Instrumentes und wieder beobachtet wird. Auch speziell entwickelter Beobachtungsplan wird benutzt, dazu etwas später, welche große Vorteile bringt. Und auch durchgehende Beobachtungen gewährleistet wieder. Das Instrument ist automatisch, der erkennt automatisch alle Himmelsobjekte, die in Sichtfeldern kommen. Und der bearbeitet auch Daten, Rohdaten an Bord quasi. So. Und nur die Pixel, die sinnvolle Daten beinhalten, werden dann runtergeladen. Der Zeitplan der Beobachtung ist sehr kompliziert. Erstens, Gaia bewegt sich um die Sonne. Gaia ist hier im Zentrum und im Rot, das ist die Richtung zur Sonne. Hier die Rotationsachse von Gaia macht sogenannte Präzession oder spezielle Bewegung um die Richtung zur Sonne. Und dann Gaia dreht sich noch um diese Rotationsachse und hier wird eine Rotation, ein Sichtfeld gezeigt. So wird dann der Himmel abgescannt. Also zu jedem Zeitpunkt wird alles aufgenommen, was auf dieser grünen Kurven dann sieht. Warum ist das scheint sehr kompliziert zu sein und das ist kompliziert. Das ist absolut künstliche Bewegung zusammengesetzt aus drei Rotationsbewegungen letztendlich in Bezug auf Inertialkoordinaten, wenn Sie wollen. Und warum ist das so kompliziert? Weil das ist das Beste, was bekannt ist und Einfachste, was bekannt ist, welche optimale Informationen für Astrometrie liefert, welche beinahe ungestörte und kontinuierliche Beobachtungen ermöglicht, und welche höhere thermale Stabilität auch gibt. Und diese Stabilität kommt dadurch zustande, dass der Winkel zwischen Rotationsachse von Gaia und Richtung zur Sonne, dieser Winkel ist konstant, 45 Grad für Gaia. Und nach 5 Jahren Beobachtung, das war so geplant ursprünglich, 5 Jahre von wissenschaftlichen Beobachtungen, soll die Anzahl von Beobachtungen am Himmel so aussehen ungefähr. Das ist farbkodiert, das ist ein Bild von Gesamthimmel und hier blau heißt weniger Beobachtungen und rot heißt viele Beobachtungen. Ideal wäre, wenn das nur eine Farbe hätte. Aber das ist nicht zu machen, wenn wir thermische Stabilität haben wollen und wenn wir keine Zeit verlieren wollen, wenn wir wirklich praktisch kontinuierlich beobachten wollen. Aber das ist homogen genug, um praktisch überall gute Genauigkeit zu erzielen. Aber die Genauigkeit hängt dann ein bisschen davon ab, wo Sie diese Sterne dann sehen. Dann, es ist noch nicht alles, also wie ich schon gesagt habe, Gaia
Gaia schickt zur Erde nur das, was wirklich Sinn macht. Stellen Sie sich vor, das ist eine Abbildung von einem Bereich am Himmel und hier also schwarze Punkte, das sind Sterne und das ist so Lichtbeugung, so ein physikalisches Phänomen, deswegen ist es nicht rund. Also jeder Stern, das sieht ungefähr so aus, also mit echten CCD-Beobachtungen von Gaia. Und Sie sehen, hier ist ein Stern, hier ist ein Stern und hier ist ein Stern, aber hier in der Mitte ist nicht zu erkennen. Und es macht keinen Sinn, die ganze CCD zur Erde zu schicken. Deswegen wählt Gaia automatisch ein kleines Fenster um jeden Stern und das wird automatisch in Gaia bestimmt, also Bordcomputer, und verfolgt dann diesen Stern. Dann, also was heißt verfolgt, werden wir gleich sehen, aber nur dieses Fenster um diesen Stern, kleine Fenster, einige Pixel, maximal 18 Pixel. Und die tatsächliche Größe hängt davon ab, wie hell dieser Stern ist und so weiter. Aber nur das wird dann zur Erde geschickt. Manchmal sogar in eindimensionale Form. Also Pixel in dieser Richtung werden alle zusammen addiert, sodass sie wirklich nur eine Reihe von, sagen wir, maximal 18 oder 12 Zahlen dann haben, die diese Beobachtung eigentlich definiert. Und was auch zur Beobachtung gehört, ist der Zeitpunkt, wann Gaia das beobachtet. Hier sehen Sie Fokalebene des Satelliten, das ist 106 CCDs und 1000 Megapixel, 1 Gigapixel Kamera, das ist die größte Kamera, die jemals normaligen Zeiten und bis vor kurzem jemals zumindest in zivile Raumfahrt in Weltall fliegt. Also 106 CCDs. Und Gaia hat verschiedene Instrumente. Hier sind CCDs, also diese zwei Reihen, das ist sogenannte SkyMapper, die wirklich komplett ausgelesen werden und die dann dazu dienen, dass dort suchen die Bordcomputer, wo die Sterne sind. Dann dieser hellblaue CCDs, das ist Hauptinstrument, das ist astrometrische CCDs, wo astrometrische Beobachtungen stattfinden. Und dann dieser zwei Reihen, das ist blaue Photometer und rote Photometer. Dadurch bekommt Gaia zusätzliche Informationen, wie die Farbe von diesem Stern ist. Also wie verteilt sich die Energie im elektromagnetischen Spektrum von diesem Stern. Die Farbe ist sehr wichtig für verschiedene Sachen, aber auch sogar für Astrometrie. Und dann noch ein Instrument hier, das sind 12 extra CCDs. Das ist Spektrometer, der Radialgeschwindigkeiten misst im engen Bereich von elektromagnetischem Spektrum. Und dann passiert Folgendes. Wie ich schon gesagt habe, Gaia dreht sich um eigene Achse und hier farbig sehen Sie zwei Sichtfelder. In dieser Richtung beobachtet Gaia und in irgendeinem Moment sieht Gaia dann diese Sterne in einem Sichtfeld und diese Sterne in anderem Sichtfeld und dreht sich so kontinuierlich. Und dann diese Sterne, die kommen auf Sichtfeld in diesem Moment und wandern sich, weil die Sterne stehen im Raum und Gaia dreht sich und wandern sich entlang der Sichtfeld. Zuerst in diese Star-Mappers, dann werden diese Sterne erkannt und Fenster gegeben und die gehen dann weiter. Zuerst durch astrometrische CCDs, dann photometrische und dann spektroskopische CCDs. Das ist alles eigentlich, was das Teleskop selber ist. Und jetzt einen kleinen Überblick. Raumfahrzeug an sich. Sieht so aus, haben Sie Bilder wahrscheinlich schon erkannt, so zumindest Matthias Steinmetz hat das gestern und heute nochmal gezeigt, aber gestern.
Und dann, wenn Sie das in Großteilen zerlegen, gibt es hier Thermaltent, hier, welche zusätzlich für Stabilität der Temperatur sorgen soll. Nutzlast, welche wir diskutiert haben, Servicemodul mit Computer, mit Atomuhren und Speicher. Dann Antriebssysteme, hier zwei Antriebssysteme, ein chemisches System für orbitale Manöver und Kaltgasdüsen für Lageregelung. Sonnenschild, sehr wichtig, um das Teleskop nicht zu stören, dass das Licht der Sonne niemals in der Nähe vom Teleskop kommt. Und Sonnenbatterien und so weiter. Und dann, das bin ich, 10 Jahre jünger. Im Hintergrund ist das Servicemodul von Gaia, der tatsächlich dann geflogen ist. Also in Toulouse wurde das Ganze gebaut. Das ist ein Bordcomputer vor 15 Jahren ungefähr, als das alles geplant war, oder sogar vor 12 Jahren, war das, was Sie sehen, das Beste, was es überhaupt ist, also mit Höchstleistung, was für Weltraum möglich war, zu besorgen. Und Sie sehen, das sind lächerliche, schon für damalige Zeiten, 1800 Mega, also Operationen pro Sekunde. Das ist viel, viel, viel kleiner als das, was wir schon damals auf der Erde zu Hause hatten. Das ist aber Raumfahrzeuge. Das ist was anderes, muss man auch verstehen. Das sind Atomuhren, die sehr wichtig sind. Und für Kalibration von diesen Uhren, das ist eine von Beispielen, also sind wir in Dresden auch zuständig. Das ist in live quasi, so wie sieht diese Fokalebene aus, ein Gigapixel-Kamera mit gewisser Elektronik, so sieht die Elektronik für jede CCD und also das ist Radiator für das zu kühlen passiv. Das ist Nutzlast bereit für den Start 2013, also mit Isolation hier. Aber ist schon praktisch alles gebaut, also das Teleskop selber. Hier ist der Spiegel, sieht man Reflexion. Und das ist Sonnenschild bei Tests auch in Toulouse. Und die neue Ära in Astrometrie und in Astronomie insgesamt hat begonnen am 19. Dezember 2013. Das war ein sehr, sehr wichtiger Tag im Leben von vielen, vielen Leuten, die für Gaia gearbeitet haben. Und da sind viele. Also rein von Industrie, da sind so 2.000, 3.000 Leute insgesamt in Europa meistens. Und von Wissenschaft sehen Sie noch. Okay, das ist Zeitplan dieser Mission. Also sehen Sie, eine Mission solcher Art vorzubereiten und durchzuführen, dauert sehr lange. Also insgesamt wird Gaia wahrscheinlich ungefähr 40 Jahre insgesamt nehmen. Also vorgeschlagen wurde Gaia 1993 und dann im Jahr 2000 wurde das als mögliche Mission angenommen bei ESA und kurz danach bin ich zu Gaia gekommen, volle Faszination. Und dann gestartet, wie gesagt, 19. Dezember und dann einige Monate, fast 6 Monate, sogenannte Commissioning, das sind Tests, was immer bei Raummissionen passiert. Und dann 5 Jahre sogenannte nominale Beobachtungszeit und dann erweiterte Beobachtungszeit. Insgesamt war Gaia für 5 Jahre Beobachtungen geplant und vielleicht 1 Jahr erweitert, aber Erweiterung ist auch 5 Jahre geworden. Und jetzt glauben wir, dass Gaia insgesamt knapp über 10 Jahre arbeiten wird und erst im so Frühling 2025 aufhört zu beobachten. Heute ist Tag 2764 der wissenschaftlichen Beobachtungen. Bis heute hat Gaia über 100 Terabyte von wissenschaftlichen Daten in höchst komprimierter Form zur Erde geschickt. Das sind knapp unter
2000 Milliarden astrometrischen Beobachtungen und dementsprechend so knapp unter 400 Milliarden photometrischen Beobachtungen und knapp unter 40 Milliarden spektroskopische Beobachtungen. Publiziert hat Gaia zu jetzigen Zeitpunkt dreimal. Das sind sogenannten Data Release, also veröffentlichen, wissenschaftlichen veröffentlichen, Daten veröffentlichen. 2016 zum ersten Mal, 2018 zum zweiten Mal, zum dritten Mal vor so 15 Monaten im Jahr 2020 und dann der nächste Publikation, der nächste Veröffentlichung ist in Juni geplant. Das ist dann am 13. Juni 2022. In das, was veröffentlicht wird, auch im Juni dieses Jahres, wird nur maximal 36% der Daten beinhalten oder benutzen, welche überhaupt auf der Erde schon ist. Okay, und was hat das gebracht? Also ich zeige Ihnen jetzt ein paar Bilder in dieser Projektion. Also das ist eine bestimmte Projektion. Das ist in dieser Projektion Erdoberfläche. Und Sie erkennen so, das ist Gesamtoberfläche der Erde auf einem Bild. Und diese Projektion benutzen auch Astronomen sehr oft, um Gesamthimmel abzubilden. Das ist, was Gaia geliefert hat in erster Datenveröffentlichung 2016. Das sind nur 14 Monate an Daten und Sie sehen hier ganz klaren Artefakten. Das, was Sie hier sehen, ist kein Foto, sondern das zeigt nur die Dichte der Sterne in bestimmte Richtung am Himmel, welche von Gaia beobachtet wurden. Also je heller, desto mehr Sterne, egal welche Helligkeit diese Sterne haben, desto mehr Sterne wurden dort beobachtet. Und Sie sehen diese Artefakte und diese Streifen und das kommt dadurch zustande, dass Gaia nur 14 Monate beobachtet hat. Und dieser Scanning Law, Beobachtungsplan, wie ich erzählt habe, ist für 5 Jahre gedacht. Das sind 22 Monate, zweite Veröffentlichung. Das ist die dritte Veröffentlichung, also 33 Monate. Wieder Dichte der Quelle. Und natürlich wissen wir nicht nur die Tatsache, dass wir diese Quellen beobachtet haben, sondern auch die Helligkeiten von diesen Quellen und sogar die Farben. Das sieht dann so aus. Also das ist die genaueste und präziseste Karte des unseren Sternhimmel, was bisher gemacht wurde. Und wir sehen hier auch Strukturen. Erstens, also diese zentrale Struktur, tendenziell mehr Licht hier. Und das ist unsere Milchstraße. Das ist, was wir auch mit bloßen Augen am Himmel sehen können. Das ist die Fläche von unserer Galaxie, was Herr Steinmetz auch gestern erzählt habe. Aber wir sehen auch hier interessante Strukturen wie das. Das sind Staubwolken, die undurchsichtig sind für normale, also visuelle Strahlung, also Licht. Und dort sehen wir wenige Sterne und die sind dunkel. Wir sehen auch andere Strukturen hier. Also das sind, jeder Punkt hier ist kein Stern, sondern ein Sternhaufen oder eine Galaxie. Das sind zwei Begleiter von unserer Galaxie. Das sind Magellanische Wolke. Wenn Sie in Australien waren, dann konnten Sie das, oder in Afrika, Südafrika, dann konnten Sie das sicherlich beobachten mit bloßen Augen. Okay. Was haben wir dann veröffentlicht als letztes? 1,8 Milliarden Positionen am Himmel, aber auch 1,5 Milliarden Objekte mit, also Sterne, mit Parallaxen, mit diesen Abständen und mit Eigenbewegungen, also mit räumlichen Bewegungen, scheinbaren räumlichen Bewegungen. Für fast alle 1,8 haben wir die Helligkeit gemessen und auch die Helligkeit nicht nur im Hauptinstrument, sondern auch mit Farben. 1,5 Milliarden in blauen und in roten Bereich, also diese zwei Photometer.
und die Farbe auch. Und dann noch extragalaktische Quellen, 1,6 Millionen, was ich noch erwähne. Was bedeutet das? Wir haben publiziert nicht nur Positionen. Wir haben publiziert, die Positionen, aber auch Geschwindigkeiten und Parallaxen. Das heißt, sowas. Über jedem Stern wissen wir, wie dieser Stern sich bewegt. Und das ist eine Revolution. Über 1,8 Milliarden Sternen, mehr oder 1,5 Milliarden Sternen, haben wir diese Information publiziert. Das gab es noch nie. Jetzt, was haben wir publiziert? Also hier, das sind die Genauigkeiten von dieser Information, was wir publiziert haben in mehreren Veröffentlichungen. Hier auf X-Achse ist die Helligkeit, scheinbare Helligkeit dieser Objekten. Hier sind helle Sterne und hier in die Richtung weniger hell. Und das sind diese Kurven, die die Genauigkeiten von Parallaxen, von diesem Winkel, mit welchem wir die Abstände messen können, zeigen. Das ist erste Release, ist irgendwo hier, dann zweite Release ist hier, dann grüne Kurve, das ist dritte Release, was wir jetzt haben, und noch zwei Release werden dann geplant, vierte Release und fünfte Release, und Sie sehen, das wird verbessert, und das ist dasselbe für Eigenbewegungen, also für diese Bewegung am Himmel, und am Ende können wir hoffen, zehnmal genauer diese Parameter zu messen, als das, was wir jetzt haben. Das ist okay. Wofür ist das überhaupt gut? Ja? Sie haben gestern einiges schon gehört und ich werde auf dieser Stelle relativ kurz. Ich sage, okay, wir müssen Sterne verstehen. Das ist offensichtlich. Die Sonne ist unser Stern. Unsere Sonne ist ein Stern. Und unsere Sonne zu verstehen, das würde praktisch jeder dann zustimmen, dass es wichtig ist für uns. Aber nur die Sonne zu beobachten und zu untersuchen, die Situation wäre ungefähr so, als wenn die Mediziner nur einen Patienten hätten. Das wäre schwierig. Und genau so wäre es schwierig, nur mit der Sonne viel zu lernen über Sterne insgesamt. Deswegen muss man schon andere Sterne untersuchen. Aber ohne die Entfernungen zu kennen, ist es unmöglich, über die Größen und Beschaffenheit von diesen Sternen zu urteilen. Außerdem müssen wir Galaxien verstehen, weil wir leben in einer Galaxie. Und wir müssen verstehen, wie diese Galaxie entstanden ist. Und Matthias Steinmetz hat gestern dazu einen ganzen Vortrag mehr oder weniger gewidmet, erzählt. Also Gaia-Wissenschaft ist also Wissenschaft, welche mit Gaia-Daten gemacht werden kann, betrifft praktisch alle Gebiete, Teilgebiete der Astronomie, praktisch alles. Und also das beginnt im Sonnensystem, dann geht weiter zu, also im Sonnensystem macht Gaia eigentlich eine regelrechte Revolution, dann setzt das sich fort für Sterne in der Nähe der Sonne, wo wir die Positionen ganz genau vermessen können, ganz genau wissen können, mit vielen Nachkommastellen, sogar mit einigen Nachkommastellen, wo diese Sterne stehen. Dann können wir weiter entfernte Sterne auch untersuchen und dadurch auch unsere Galaxie besser verstehen und auch Umgebung von unserer Galaxie und auch Galaxien in der Nähe von unserer Galaxie. Und außerdem, wir können Objekte beobachten, welche ganz weit weg von uns sind, und zwar Quasaren zum Beispiel oder auch weit entfernte Galaxien. Und dieser Wissenschaft ist so viel, dass es geht über Exoplaneten, praktisch alle Teilgebiete der Astronomie werden betroffen, sodass Gaia-Daten werden in wissenschaftlichen Publikationen benutzt,
5 Publikationen, wissenschaftlichen Publikationen pro Tag werden mit GAIA-Daten publiziert. 2 Beispiele. Das ist also vielleicht unkonventionelle Beispiele. Das ist Himmelsreferenzsystem, das ist ein Katalog von Quasaren, welche publiziert wurden mit Astrometrie, mit Positionen und auch zusätzlichen Parametern, Parallaxen und Eigenbewegungen, 1,6 Millionen Quasare. Die Verteilung am Himmel ist noch nicht gleichmäßig und das ist unsere zukünftige Arbeit, das zu verbessern. Hier, also das ist wieder diese galaktische Ebene hier, es ist praktisch leer, weil Gaia dort so viele Objekte sieht, dass Quasaren dort zu identifizieren ist problematisch. Und dann mit Hilfe von diesen Quasaren kann man wirklich einige unerwartete Sachen messen, und zwar eine elegante Anwendung. Wir haben die Beschleunigung des Sonnensystems in Bezug auf das gesamte Universum messen können. Eine zentrale Rolle bei dieser Geschichte spielt Aberration des Lichtes, und Aberration ist ganz einfach zu verstehen. Hier stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Zug und dieser Zug an einem regnerischen, aber windlosen Tag. Und wenn der Zug an der Station stillsteht, dann kommt die Regentropfen kommen senkrecht nach unten. Wenn der Zug beginnt sich zu bewegen, dann sehen Sie plötzlich, dass die Richtung sich geneigt hat, und zwar kommen für Sie scheinbar die Regentropfen von vorne quasi, da und von der Richtung, in welche Sie sich bewegen. Und wenn die Geschwindigkeit noch größer wird, wird diese Neigung noch größer. Dann ist es noch, also die Richtung ändert sich wieder. Und das passiert nicht nur mit Regentropfen, sondern auch mit Lichtstrahlen. Und das nennt man Aberration. Und wenn die Geschwindigkeit, wir wissen in Astronomie auch, wenn die Geschwindigkeit des Beobachters sich ändert, ändert sich scheinbare Richtung zur Lichtquelle. Das ist Standardeffekt in Astronomie und wird berücksichtigt. Aber andererseits kann man sagen, wenn wir die Geschwindigkeit des Beobachters kennen. Und andererseits, wenn wir die Geschwindigkeit des Beobachters nicht kennen, dann kann man mit Hilfe von Aberration Schlussfolgerung und astrometrische Beobachtungen diese Geschwindigkeit vermessen. Und das ist, was passiert. Also wenn wir annehmen, dass unsere Galaxie beschleunigt sich bewegt, in irgendeine Richtung, sagen wir mal so, dann, das ist eine Simulation, dann wird das so aussehen, dass die weit entfernten Objekte sich koordiniert am Himmel bewegen, so wie hier diese Pfeile zeigen, so ungefähr. Und das sind die tatsächlichen Beobachtungen von Gaia. Und Sie sehen, das passiert tatsächlich. Also wir haben das wirklich gesehen mit Gaia, diese koordinierte Bewegung von Quasaren am Himmel. Und die Quasaren wissen natürlich nichts von unserer Existenz. Und die koordinierte Bewegung bedeutet, wir sind schuld als Beobachter. Und so haben wir die Beschleunigung gemessen. Das ist diese Zahl. Das sind die winzigen 0,2 Nanometer pro Sekunde im Quadrat. Das ist ein winzig kleiner Größe. In einer Sekunde ändert diese Beschleunigung die Position des Sonnensystems um einen Durchmesser eines Atoms nur. Aber es ist da und wir haben es gemessen und die Richtung ist nur ein paar Grad von der Richtung zum Zentrum unserer Galaxie abweichend von dieser Richtung. Und das war zu erwarten eigentlich. Es ist nichts Unbekanntes, nichts Unerwartetes, weil das Sonnensystem um das Zentrum der Galaxie umkreist.
Gut. Zweite kleine Anwendung und die letzte, das sind Gravitationswellen. Das habe ich versprochen. Es gibt tatsächlich eine Anwendung der Astrometrie. Die Sache ist so, was ist eine Gravitationswelle? Gravitationswelle ist eine sich ändernde Gravitationspotenzial oder Krümmung der Raumzeit, wie Sie es wollen. Und wir haben gestern von Michael Kramer gehört auch, dass diese Krümmung oder diese Gravitationskräfte, Gravitationspotenzial führen dazu, dass Lichtstrahlen gebogen wird, also dass es Lichtablenkung, abgelenkt wird, nicht mehr geradlinig. Und das passiert, wenn das bedeutet, wenn Sie eine Gravitationswelle haben, dann bedeutet das, also welches durch das Sonnensystem sich ausbreitet. Das bedeutet, dass Sie zeitabhängige Lichtablenkung von allen Quellen am Himmel beobachten können. Das ist natürlich ganz kleine Ablenkung, aber Gaia ist eben dafür gut, diese Ablenkung zu messen. Das habe ich gerade Ihnen vorgeführt. Koordinierte Ablenkung ist das. Und das ist ein Beispiel, wie diese Ablenkung dann aussieht am Himmel für eine Gravitationswelle, die in der Richtung des nördlichen Himmelspols sich ausbreitet, quasi von unten nach oben. Und das ist zur Kunstmusik, aber das ist, was wir definitiv mit Gaia auch machen werden. Gaia hat absolute Herausforderung bei der Datenverarbeitung. Wir haben mindestens 5 Parameter für jeden Stern, 2 Milliarden Sterne, mehr als 10 hoch 10 Parameter. Und dann zusätzliche Parameter. Also wir müssen Orientierung vom Satelliten bestimmen. Wir müssen das Instrument kalibrieren. Und zwar mit einer Genauigkeit zu jedem Zeitpunkt von 0,1 Nanometer. Und das ist wirklich Durchmesser eines Siliziumatoms zum Beispiel. Nur so können wir unsere Beobachtungen dann gut interpretieren. Und das machen wir mit unserer eigenen Beobachtung. Dann haben wir zu diesem 10 hoch 10 Parameter mehr als 10 hoch 12, dreimal 10 hoch 12, 12 Bilder, Rohbilder, welche ich auch Ihnen gezeigt habe. Und Datenvolumen ist ungefähr 2 Petabyte, die iterativ gelöst werden müssen. Und direkte Lösungen sind unmöglich. Und das ist einer der größten Projekten bisher, rechnerischen Problemen in Astronomie. Wir in Dresden ist eine von 2 Gruppen, die diese astrometrischen Lösungen überhaupt berechnen können. Andere Gruppe ist in ESA. Und wir haben bisher hier an der TU Dresden ungefähr 20 Millionen CPU-Stunden verbraucht auf dieser wunderbaren Maschine namens Taurus im ZTH, also Zentrum für Information und Hochleistungsrechnung. Aber diese 20 Millionen brauchten wir nur für so bis dritte Katalog, welche 25% aller Daten, die am Ende dann kommen, benutzt. Das heißt rein formal für 2 nächsten Release, wenn wir genauso viel verbrauchen, genauso viele Tests machen, brauchen wir 6-mal so viel CPU-Stunden, aber mit steigender Genauigkeit müssen wir mehr testen und mehr untersuchen. Das heißt, ungefähr 300 Millionen CPU-Stunden brauchen wir in den nächsten 8 Jahren, sagen wir mal so. Und auch so 2-3 Petabyte an Daten müssen bei uns rumliegen. Und hier würde DZA eine sehr, sehr große Rolle spielen, dass wir das überhaupt machen können in Dresden. Wie geht es weiter mit diesem? Ich habe ein paar Folien nur. Wie geht es weiter? Also, was passiert nach Gaia? Im Moment ist es nicht klar, ob wir die Genauigkeit massiv steigern können, auch in den nächsten Jahrzehnten. Nächste Stufe wäre natürlich eine Nanobogensekunde. Das ist dann ein Tausendstel Mikrobogensekunde, die dann hier irgendwo liegen würde. Und Technologie ist unklar, unbekannt, wie wir das erreichen können. Wir können die Genauigkeit steigern, vielleicht Faktor 10, bis richtig von 10 Mikrobogensekunden auf eine oder vielleicht nur 0,5, aber auch nicht mehr.
Es gibt aber eine andere Idee, die wirklich sehr viel, sehr interessant ist und die machbar ist. Und zwar Gaia nochmal wiederholen, 20 Jahre nach jetzigen Gaia und in Infrarot und nicht nur im Visuellen. Warum? Noch einmal, die Daten von Gaia, jetzige Daten, können kombiniert werden mit den Daten von neuen Missionen. Also hier haben Sie den Daten und hier auch Daten und 20 Jahre Pause. Aus diesem Cartoon können Sie dann erahnen, dass Sie dieser Neigung, dieser Kurve dann viel besser bestimmen können, als wenn Sie nur diese Daten oder nur diese späteren Daten haben. Und warum Infrarot? Diese Wolken, die Sie hier gesehen haben, bedeutet, dass wir viele Sterne gar nicht sehen können mit Gaia. Und in Infrarot sind diese Wolken durchsichtig für die elektromagnetische Strahlung, sodass mit Infrarot können wir 20 Milliarden Sterne in unserer Galaxie beobachten, mit gleichem Instrument und gleicher Größe. Statt 2 Milliarden, 20 Milliarden, 20 mal besser und 10 mal mehr Sterne. Das heißt Gaia-NIR, und Gaia-NIR hat Studie von ESA erfolgreich absolviert 2017 und wurde auch in sogenannten wissenschaftlichen Gutachten Voyage 2050 für ESA sehr positiv beurteilt. Das Hauptproblem von Gaia-NIR sind Empfänger, weil diese Empfänger müssen ganz spezielle Eigenschaften haben, in so einem rotierenden Satelliten arbeiten zu können. Und das gibt es nicht im Moment, diese Empfänger. Das ist das Hauptproblem. Entwicklung und Investitionen sind notwendig für Materialforschung, und das ist, wo DZA auch sehr große Rolle spielen kann. Nicht zuletzt, es ist wunderbar, hier Ihnen über Gaia zu erzählen, aber Gaia ist Arbeit von vielen Leuten. Das ist ein kleiner Bruchteil, vielleicht so 20, naja, 30% vielleicht von den Leuten. Insgesamt sind wir 450 Menschen aus 160 Institutionen, Instituten in 24 europäischen Ländern. Und wir arbeiten seit 20 Jahren sehr hart, um diese Revolution zu ermöglichen. Meine letzte Folie: Gaia ist ein Roboter und beobachtet unabhängig von uns automatisch, wie Sie gehört haben. Während dieser Präsentation hat Gaia 5 Millionen Sterne beobachtet, ungefähr 50 Millionen astrometrische Beobachtungen geliefert, 8 Millionen photometrische Messungen und auch 900.000 Spektren von 300.000 Sternen aufgezeigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.